Ja, hallo meine kleinen Essenskünstler und herzlich willkommen heute mal wieder zu einer neuen Food Challenge. Ja, und zwar probiere ich heute mal, wie es wohl schmeckt, wenn man ein Knoppers in Kombination mit Frischkäse isst. Ja, ich habe hier einmal einen Frischkäse mit Schnittlauch oder mit Kräutern und da wollen wir doch mal gucken, wie der schmeckt, wenn man den einfach mal mit einem Knoppers zusammen isst. Leute, es war ein Vorschlag von einer sehr netten und lieben Abonnentin und ich dachte, ich setze das jetzt einfach mal um. Knoppers an sich schmeckt ja so eigentlich schon richtig gut. Ich mag den Knoppers Black and White am liebsten. Hier habe ich jetzt aber einfach mal einen klassischen genommen, weil sie nicht geschrieben hat, welchen Knoppers ich nehmen soll. Es stand einfach nur Knoppers da. Und ich halte mich ja an Vorgaben. So, Knoppers und Frischkäse. Das streichen wir hier jetzt mal schön genüsslich rauf und tun so, als ob das schmeckt. Oder tun so, als ob das schmecken könnte. Ja. Ich mag Frischkäse. Frischkäse schmeckt echt richtig geil. Auch mit Kräutern, den mag ich am liebsten. Und es schmeckt auch, wenn man reinbeißt. Man schmeckt gleich diese knusprige Waffel mit dem Frischkäse. Es schmeckt gar nicht schlecht. Aber dann im Abgang, in Kombination mit der Schokolade hier unten drunter. Leute, das passt einfach echt nicht zusammen. Ja, dieser Schnittlauchgeschmack mit Schoko, das ist echt nicht richtig geil. Ich möchte hier auch ungern nochmal reinbeißen. Also, es schmeckt nicht wirklich. Wie gesagt, Frischkäse ist richtig cool, aber auf dem Knobbers oder auf Schokokeksen, das muss nicht sein. Das harmoniert nicht. Kriegt auf einer Skala von 1 bis 10 auch nur einen Punkt. Es ist echt richtig kacke. Aber man hat es mal ausprobiert. Ja, wie gesagt, dieser Schnittlauchgeschmack ist ja auch so ein leichter Knoblauchgeschmack und dann mit Schokolade. Also Leute, nee, muss nicht sein. Aber Frischkäse, immer einen Daumen nach oben auf Toast oder Brötchen, das geht immer. Und ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ich noch alles testen und ausprobieren kann. Ja, ich bin immer offen für neue Food Challenges. Und ja, dann sehen wir uns in meinen nächsten Videos. Tschüss!